Culture to go, der kulturhistorische Podcast des BDV Hessen. Herzlich willkommen. Wir starten gemeinsam zu Culture to go. Culture to go ist unser Podcast, bei dem wir versuchen wollen, einen Einblick in die deutsche Kulturgeschichte im östlichen Europa zu schaffen. Es sind Themen wie Flucht, Vertreibung, Heimat, Identitätssuche, die bei unserem Podcast im Vordergrund stehen und die Erlebnisgeneration, ihre Nachfahren sowie ExpertInnen zu Wort kommen lässt. Hallo und herzlich willkommen zu Culture to go, dem Podcast des Landesverbands des Bundes der Vertriebenen in Hessen. Mein Gast ist heute Peter Eifel, Student der Geschichte und des öffentlichen Rechts in Würzburg sowie des Masterstudiengangs Cultural Landscapes. Peter wurde 1991 in Ayaguz im Gebiet Semipalatinsk in Kasachstan geboren, ist seit 1996 in Deutschland und hat in einem relativ jungen Alter schon mit der Ahnenforschung begonnen, schon als Teenager im Alter von 16 Jahren. Und dann fange ich damit auch gleich an. Magst du uns erzählen, wie du dazu gekommen bist, in so einem jungen Alter dich schon damit zu beschäftigen, wo deine Familie herkommt? Ich habe auch gefunden bei meinen Recherchen einen Stammbaum, der, glaube ich, bis ins 16. Jahrhundert zurückreicht. Es war ein Stammbaum, den du ursprünglich im Rahmen der Tagung zum Thema Flucht und Vertreibung des Bundes der Vertriebenen zeigen wolltest oder uns vorstellen wolltest, die ja leider nicht stattfinden konnte, wegen Corona dann abgesagt werden musste. Und es war, wie gesagt, bis ins 16. Jahrhundert zurück, was ich auch sehr, sehr spannend fand und auch sehr beeindruckend. Und ja, da die Frage, wie kommt man in so einem jungen Alter dazu, sich damit zu beschäftigen? Ja, ich muss dazu sagen, ich bin mit meiner Mutter und meiner Großmutter aufgewachsen. Das heißt, ich habe von Kindheit an die Geschichten von meiner Großmutter gehört über Flucht, Vertreibung und über das Leben eben an der Wolga, in den wolgadeutschen Gebieten. Der eigentliche Anstoß für die Ahnenforschung war der, dass ich den Nachnamen meines Großvaters trage, Eifeld. Und im Deutschen wird Eifeld eben eigentlich mit EI geschrieben. Also wegen der Grammatik, aufgrund der verschiedenen Umwandlungen wurde es aber eben bei uns als Eifeld mit AI eingetragen. Und als ich meinen ersten Ausweis bekommen sollte mit 16 Jahren, war ich beim Standesamt und man sagte mir, ich müsste nachweisen, dass eben die deutsche Schreibweise mit EI ist. Und wenn ich das nachweisen kann, dann würde man mir halt sozusagen die Schreibweise ändern. Und damit hat dann alles angefangen. Bin dann auch ziemlich schnell drauf gekommen, dass der Nachname auch nicht Eifeld ist, weil ich habe angefangen, sozusagen auf der einen Seite Verwandte auszufragen, Verwandte ausfindig zu machen von meinem Großvater und auf der anderen Seite eben auch Dokumente zu sichten. Und bin ziemlich schnell drauf gekommen, dass in dem deutschen Dorf im Donngebiet, wo mein Großvater geboren worden ist, keine Familie Eifeld gelebt hat, sondern eine Familie Eichwald. Und dann war es eben mein Ziel, dann irgendwann nachzuweisen, wie wurde denn aus der Familie Eichwald die Familie Eifeld. Und das hat jetzt schon eine ganze Zeit lang gedauert, 13 Jahre mittlerweile. Und mittlerweile weiß ich, also kann ich das auch mit Dokumenten belegen, wie der Nachname auf Deutsch geschrieben wurde und wie es dann zu der Umwandlung ins Russische kam. Wenn du sagst 13 Jahre, das ist ja ein ganz langer Weg. Was beinhaltet das dann alles an? Ich habe mich noch nie wirklich mit Ahnenforschung beschäftigt. Was wir haben, was ja auch letztlich an Ahnenforschung in meiner Familie, was ja eigentlich dann letztlich auch von einem düsteren Hintergrund ist, dass meine Großmutter, als sie geheiratet hat, nachweisen musste, dass sie Arierin ist. Und ich habe sie leider auch nie gefragt, weil es mich auch zu der Zeit, als ich jünger war, nicht so interessiert hat, wie sie das rausgefunden hat oder wo sie die Informationen her hatte. Aber wenn ich jetzt, wenn mir jetzt jemand sagen müsste, so, jetzt stell mal eine Ahnentafel auf, ich wüsste nicht, wo und wie ich anfangen sollte. Und es hört sich auf jeden Fall nach einem großen Projekt an. Also ich sage immer, man fängt immer bei sich selbst an, weil das, was eben die Vorfahren ausmacht, das macht im Endeffekt dann die eigene Person aus, wo ist man geboren, warum ist man da geboren. Man ist ja irgendwo geboren, weil die Eltern da gelebt haben zum Beispiel. Ja.
und wie sind die Eltern dahin gekommen, wo kamen die Großeltern her? Also bei mir ist es ja so, ich bin eben in Ayaguz geboren, in Kasachstan, und meine Familie wurde 1941 nach Kasachstan deportiert. Meine Großeltern, mütterlicherseits eben die Großmutter kam von der Wolga. Meine Wolga-Deutsche und der Großvater kam aus dem Donngebiet und war eben auch deutscher Abstammung, preußischer Abstammung. Und die wurden dann beide eben aus jeweils ihrem Gebiet nach Kasachstan deportiert und haben sich dann 1953 kennengelernt, geheiratet und dann ist halt die Familie in Kasachstan entstanden. Und eben wenn ich, als ich angefangen habe, habe ich eben bei mir angefangen, hatte noch eben meine Mutter und meine Großmutter, die ich befragen konnte. Und irgendwann kommt man dann auch an so eine Grenze, wo dann die Großmutter sagt, naja, weiter weiß ich es auch nicht mehr. Also bei meiner Großmutter war das so, sie kannte ihre Großeltern mütterlicherseits, über die sie noch viel erzählen konnte. Und eben die Eltern, die eigenen Eltern. Und ihr eigener Vater war vollweise mit 15 Jahren. Und meine Großmutter war das vorletzte Kind. Das heißt, als sie geboren worden ist, sind seit dem Tod der Großeltern väterlicherseits 26 Jahre vergangen. Und da kann man sich ja denken, dass bis sie dann wirklich in einem Alter war, wo sie nachgefragt hat, dann war halt auf der einen Seite die Info nicht mehr da und dann war der Vater irgendwann nicht mehr da. Und meine Großmutter wusste zum Beispiel die ganze Zeit nicht, wie hießen überhaupt die Urgroßeltern, weil sie den Vater nie danach gefragt hat. Das ist zum Beispiel etwas, was ich jetzt rausgefunden habe. Nach 13 Jahren Forschung, ich habe Unterlagen dann über meinen Urgroßvater bekommen, dann habe ich rausgefunden, wo wurde er geboren. Mein Urgroßvater hieß David Geier und wurde in der wolgadeutschen Kolonie Galka geboren. Das heißt, ich habe dann angefangen zu suchen, gab es denn eine Familie Geier in dem Ort? Habe von der Ansiedlung an der Wolga 1766 bis 1858 alles gefunden. Also ja, konnte man die Familie komplett nachweisen. Und mein Urgroßvater wurde aber 1884 geboren und in seinen Unterlagen wurde der Name russifiziert. Das heißt, aus einem David Geier wurde ein David Fjodorowitsch Geier. Und dieser russische Vatersname, der Fjodor, das ist im Deutschen ein Friedrich. Dann war das große Problem, dass es eben in dem Ort, in der Volkszählung von 1858, zwei Jungs gab, die hießen Friedrich. Der eine war der Georg Friedrich und der zweite war der Johann Friedrich. Und ich habe da wirklich jahrelang dann noch dafür gebraucht, dann noch weitere Unterlagen zu finden. Im Endeffekt konnte ich dann über Kirchenbücher die Familie, also beide Familien von diesen beiden Friedrichs nachweisen, dass sie da gelebt haben, dass sie dann ab den 70er Jahren Kinder bekommen haben. Und dann kam letztendlich vor 3 Monaten die DNA nochmal ins Spiel, weil ich mache seit 3 oder 4 Jahren DNA-Ahnenforschung. Und dann habe ich ein Match, ein DNA-Match, also eine Übereinstimmung bekommen zu meiner Großmutter von einem älteren Herrn in den USA. Und bei ihm im Stammbaum stand drin, dass seine Großmutter eine Susanne Elisabeth Geier war. Und dadurch, dass ich dann schon Kirchenbücher hatte, ich hatte dann das Geburtsdatum von dieser Frau und habe sie dann, also meinen Urgroßvater habe ich in den Unterlagen nicht gefunden, weil die nur bis zu einem bestimmten Jahr gehen und er dann sozusagen später geboren worden ist. Für sie habe ich den Geburtseintrag gefunden, wusste dann, wer ihre Eltern sind und dann hat sich herausgestellt, dass eben ihr Vater hieß Gottfried Geier und war nach der Volkszählung von 1858 der Bruder von Georg Friedrich Geier. Und so konnte man dann rausfinden, welcher ist denn jetzt unserer und wen hat er dann geheiratet. Und dann habe ich aber auch die Gegenprobe gemacht, weil seit die Frau von dem Georg Friedrich Geier, die hieß Diehl mit Nachnamen, Maria Elisabeth, glaube ich, hieß sie. Dann habe ich mal die Rückwärtssuche sozusagen versucht, habe nach DNA-Übereinstimmungen mit der Familie Diehl gesucht.
und habe dann auch wiederum einen ziemlich hohen hohe Übereinstimmung in den USA dazu bekommen und kann jetzt mit 100%iger Sicherheit sagen, dass das die Großeltern von meiner Oma sind und meine Urgroßeltern. Leider dann auch einen Monat zu spät, weil meine Oma ist dann im Oktober verstorben. Ja, das ist dann natürlich traurig. Das hätte man dann wahrscheinlich, hättest du wahrscheinlich dann auch gerne mit ihr geteilt. Es hört sich nicht nur nach einem langen Weg an, es hört sich auch einfach nach einer Riesenmenge Arbeit an. Wo fragt man denn diese ganzen Dokumente dann an? Oder ist das einfach was man auch im Laufe des Weges dann einfach herausfindet, wo solche Dokumente liegen? Da musst du ja, also bei deiner Reise sozusagen durch die Zeit, rückwärts durch die Zeit, musst du ja auch ganz verschiedene Orte dann anfragen. Ist es was man im Laufe des Weges dann einfach mitbekommt, wo man da anfragt? Oder ist es auch ein Durchfragen? Ja, also das ist mehr oder weniger ein Durchfragen. Ich habe 2008 wirklich ganz, 2008 oder 2007 war das ganz banal. Es gibt ein Forum für Wolgadeutsche im Internet. Also die Seite heißt Die Geschichte der Wolgadeutschen von Alexander Spack. Und dazu gibt es ein Genealogieforum sozusagen, wo man sich austauschen kann. Und damals waren meine ersten Fragen wirklich das, was ich von meiner Großmutter wusste. Die einen Großeltern hießen eben Schenk aus der Kolonie Dobrinka und die anderen hießen Geier aus der Kolonie Galka. Und dann war es halt wirklich so die Frage, gab es diese Familie in dem Ort? Das war so die allererste Frage. Und dann kommen so ein bisschen die Infos zusammen. Der eine trägt das bei, der andere trägt das bei. Also die Leute, die halt was haben. Und damals, 2008, war der Zugriff auf die Originalunterlagen noch viel, viel schwieriger. Also das, was wir jetzt haben mit E-Mail-Verkehr und allem Möglichen, dass man auch große Mengen von Daten von einem Ort auf den anderen übertragen kann. Also das gab es damals noch nicht. Das war schon ziemlich schwer. Damals habe ich auch ziemlich viele Anfragen noch per Post geschickt. Ja, also man kriegt das dann so im Laufe der Zeit mit. Man schließt auch Freundschaften. Man schließt auch Netzwerke sozusagen zusammen, weil man dann auch schon weiß, der eine forscht in dem Gebiet, der andere forscht in dem Gebiet. Manche spezialisieren sich vielleicht eher auf die Deportation, nur auf dieses eben Forschungsgebiet. Die anderen erforschen die komplette Familiengeschichte. Und dann, wenn man mal irgendwas braucht, dann fragt man gezielt die Personen dann an und sagt, weißt du denn Bescheid, wo ich mich da hinwenden könnte? Und das klappt dann auch ganz gut. Also ich habe ein richtig gutes Beispiel, ist eben mein Projekt, was ich jetzt seit 3 Jahren, glaube ich, mittlerweile gestalte, ist die Geschichte der Planerkolonien in der Ukraine. Das war eine Ansiedlung von preußischen Kolonisten, die 1818 bis 1820 in die Ukraine ausgewandert sind, aus Westpreußen. Und 1824 haben sie dann das Land bekommen, um sich in den Kolonien anzusiedeln. Und ich wusste lange Zeit eben nicht, das sind die Vorfahren meines Großvaters, wusste eine lange Zeit nicht, wo seine Mutter geboren worden ist, bis ich dann eben durch einen Forscher auch darauf hingewiesen worden bin, ja, in diesem Gebiet taucht die Familie Rosenberg ziemlich gehäuft auf. Das könnten deine sein, musst du mal gucken, vielleicht machst du eine Anfrage ans Archiv oder eben an den Professor Dr. Plewe in Saratow, der da auch ziemlich viel forscht mit den katholischen Kirchenbüchern. Und das habe ich dann auch gemacht, habe vom Herrn Plewe ziemlich schnell auch den Geburtseintrag für meine Urgroßmutter bekommen, habe rausgefunden, wer meine Urgroßeltern sind. Zumal auch eben meine Mutter ihre Großmutter auch noch kannte. Das heißt, sie wusste dann schon, wer der Vater von ihr ist. Und diese allgemeinen Daten waren dann schon bekannt. Das heißt, ich konnte ziemlich schnell verifizieren, dass das auch der richtige Eintrag ist. Dann habe ich herausgefunden, dass ich mit einer Forscherin verwandt bin, die mit der ich schon öfters mal Kontakt hatte. Also dadurch, dass ich ihr dann die Daten geschickt habe und dann sagte sie so, ja, das hier und hier haben wir über Anknüpfungspunkte, hier haben wir gemeinsame Vorfahren.
Und dann hat sie mich versorgt mit Informationen eben zu meiner Familie, also zu den Verwandten auch von meiner Familie, die ich dann bei MyHeritage eingetragen habe in meinen Stammbaum. Und zwei Tage später kam dann eine Mail aus Kanada. Da sagt Forscher heißt David Galinsky, der schrieb mir dann, na, du hast meinen Vorfahren bei dir im Stammbaum eingetragen. Wie kommt es dazu? Sind wir verwandt? Und dann haben wir uns angefangen auszutauschen und dann habe ich auch ziemlich schnell herausgefunden, dass es in Kanada eben ziemlich viele Nachfahren von diesen Kolonisten gibt, die dann noch vor der russischen Revolution nach Kanada ausgewandert sind. Und dann sagt er zu mir, naja, es ist wirklich schade, dass die Unterlagen in der Ukraine verloren gegangen sind. Also das ist alles nicht mehr erhalten in den Archiven. Und dann habe ich halt durch meine Nachforschung gesagt, naja, halt, stopp. Die Unterlagen gibt es in den Archiven, die sind da vorhanden. Es ist halt ziemlich teuer, wenn man das komplett kaufen will. Also ich habe halt die Daten für meine eigene Familie gehabt, weil so eine Einzelanfrage dann doch günstiger ist als für die komplette Kolonie. Und wenn man nicht weiß, mit wem man verwandt ist, weiß man auch nicht, was man bestellen soll. Und dann hat er zu mir gesagt, naja, wir haben 70 Jahre darauf gewartet, diese Unterlagen zu bekommen, bestell mal, wir zahlen das alles. Und dann hatten wir innerhalb von einer Woche eben diese Volkszählungen aus diesen Kolonien, natürlich in russischer Sprache. Dann hieß es von denen in Kanada, also von ihm und von seinen Bekannten, naja, wir können damit nichts anfangen, wir können das Ganze nicht lesen. Dadurch, dass ich dreisprachig bin, habe ich gesagt, naja, dann übersetze ich das jetzt mal. Ich tippe das mal komplett ab in lateinischer Schrift, die ganzen Namen und das Alter der Leute. Und dann hatten wir diese Dateien, habe es an die Leute weggeschickt. Das war natürlich für die ein bahnbrechendes Ereignis, dass sie dann die ganzen Daten bekommen haben, für die die Forscher teilweise dann 60, 70 Jahre darauf gewartet haben. Also viele, viele ältere Menschen gewesen, die teilweise sogar noch selbst in den Kolonien geboren wurden und teilweise bei denen die Eltern dann aus den Kolonien kamen. Dann hieß es aber, ja, was machen wir jetzt damit? Jetzt haben wir die Daten, aber das sollte ja eigentlich einem großen Publikum zur Verfügung gestellt werden, weil die Anfrage danach wird wahrscheinlich ziemlich groß sein. Und damals hatte ich so die Idee, naja, man könnte ja eine Facebook-Gruppe aufmachen und in dieser Facebook-Gruppe könnte man die Leute einladen, die man selber halt auf der Freundschaftsliste hat, weil man hat ja meistens irgendwie Familienmitglieder, Verwandte, die von diesen Leuten abstammen, kann man ja alle einladen und dann wird sich das wie so eine Kette halt fortsetzen, dass die Leute dann immer wieder die Leute einladen, von denen sie wissen, dass sie von diesen Menschen abstammen. Das haben wir dann gemacht und mittlerweile sind wir bei über 400 Mitgliedern. Wir haben auch mittlerweile 64.308 Kirchenbucheinträge übersetzt und veröffentlicht, gekauft auch in den Archiven, mittlerweile über 18.000 Euro dafür ausgegeben als Gruppe. Genau, also sind 452 Mitglieder insgesamt, von denen um die 400 Mitglieder aktiv sind. Das heißt, die ab und zu mal was posten, die sich beteiligen. Und manche sind halt einfach als Mitleser drin, manche forschen selber aktiv. Was jetzt auch richtig interessant ist, viele Menschen fühlen sich dann diesen Kolonien oder der Geschichte der Kolonien zugehörig, wenn sie merken, dass die Traditionen, die in der Familie gepflegt worden sind, bei den Leuten, also bei uns sind Leute aus Kanada, aus Südamerika, aus Deutschland, aus Kasachstan, aus Russland, und diese deutschen Traditionen sind bei allen gleich. Und alle sprechen mittlerweile verschiedene Sprachen, würden sich ohne Google Translate nicht mehr verstehen. Aber wenn es dann ums Essen geht oder um irgendwelche Weihnachtstraditionen, auf einmal versteht man sich, auf einmal weiß man, was der andere meint, weil dann auch noch die deutschen Bezeichnungen zum Beispiel für das Essen verwendet werden. Ja, das ist so eins der größten Erfolge, die ich verzeichnen konnte, weil diese Gruppe ist wirklich aktiv seit Jahren und es werden immer mehr und gemeinsam schaffen wir halt immer mehr und kriegen immer mehr Unterlagen und machen die ganze Zeit weiter. Also es ist auf jeden Fall
sehr, sehr beeindruckend, das zu hören, was du da dann auch, ja, aber wie gesagt, über auch den langen Zeitraum dann auch über auf die Beine gestellt hast. Erstens mal in dem Umfang. Es zeigt natürlich auch, wie sehr man da dranbleiben muss. Also klar, natürlich, es war nicht deine hauptberufliche Tätigkeit oder so. Wie gesagt, studierst du ja dann auch noch nebenher, sage ich es mal in Anführungsstrichen. Aber ja, daran sieht man auch, was es für ein Riesenprojekt ist, wenn man sowas dann mal auf die Beine stellen will. Also eine Frage, die bei mir sich auch immer stellt vor dem Hintergrund, gerade von Migrationsgeschichten, der eigenen Migrationsgeschichte oder der Familie, ist natürlich immer die Frage nach Identität. Die Frage, wie man weiß, welches Heimatverständnis ein Mensch hat, wo er sich zugehörig fühlt. Du bist jetzt sehr jung gewesen, als du nach Deutschland gekommen bist. Kannst du dich noch an deine Kindheit in Kasachstan erinnern? Ja, also ich bin aufgewachsen auf einem Hof, eben auf einem Bauernhof mit Tieren, mit Kühen, mit Hunden, mit Katzen und eben zu dritt mit meiner Großmutter und mit meiner Mutter haben wir dort gelebt und eben bis zum fünften Lebensjahr, bis zum sechsten Lebensjahr besser gesagt sogar. Und was die Identität angeht, ich wusste natürlich, ich weiß nicht, inwieweit ich das Ganze wirklich verstanden habe, aber es war mir schon immer bewusst, dass wir halt anders sind. Dabei zum Beispiel das Weihnachtsfest war halt bei uns wirklich immer also Heiligabend am 24. Dezember, aber Weihnachten am 25. Dezember. Und in Kasachstan ist es ja ein multikulturelles Land, eher muslimisch geprägt. Und nach dem Zerfall der Sowjetunion kamen dann diese ganzen Bräuche der einzelnen Völker wieder verstärkt auf. Und dann war halt für uns Weihnachten am 24. Dezember, während die Orthodoxen am 7. Januar gefeiert haben und die muslimische Bevölkerung eben gar kein Weihnachten gefeiert hat, sondern ihre eigenen Feste. Das hat man schon gemerkt. Also bei uns in der Familie wurde dann schon eher weniger Deutsch gesprochen. Und man hat aber noch diese ganzen Wörter, wie ich eben schon erwähnt hatte, diese Küchenutensilien. Zum Beispiel meine Oma, die sagte immer Spüllumpe. Das ist der Spüllappen auf Hessisch eben. Das kenne ich ja auch, ja, das ist, ich bin ja aus Baden, ich bin ja nicht aus Ja. Mainz, ich bin in Karlsruhe geboren und der Spüllumpe, das kennen wir auch. Genau, also da merkt man halt auch, dass nach 250 Jahren Siedlungsgeschichte in Russland, im Russischen Reich, dann doch diese Verbindungen nach Deutschland doch erhalten geblieben sind, allein wegen dem Spülumpe. Wie nur Spüllumpe. Ich habe letzten Donnerstag mit der Katharina Martin-Virolein gesprochen, die auch in Russland aufgewachsen ist und dann auch ein bisschen älter war, aber dann auch mit ihrer Familie nach Deutschland gekommen ist. Sie hat auch gemeint, so in dem Alter, da setzt man sich ja auch mit sowas noch gar nicht so sehr auseinander, mit Identität und Heimat und Zugehörigkeit. Man nimmt es einfach an, so wie es ist, und man ist glücklich damit. Und so wie ich das verstehe, scheint es ja dann bei euch auch eigentlich eher so ein multikulturelles Umfeld gewesen zu sein, wo man dann merkt, okay, man macht es vielleicht anders als viele andere. Aber bist du da, seid ihr da mit Diskriminierung konfrontiert gewesen oder war das einfach so, ja, wie gesagt, es war multikulturell und jeder hat seins gemacht und abseits hat seine Tradition gepflegt, aber man hat sich verstanden und das auch respektiert und akzeptiert. Naja, in den 90er Jahren war jetzt die Diskriminierung nicht mehr so vorherrschend wie vielleicht in den Kriegsjahren und Nachkriegsjahren. Deswegen, man hat halt miteinander, nebeneinander gelebt. Und zwar dann, ich habe jetzt auch von 2014 wirklich ein gutes persönliches Beispiel. Mein Onkel ist 2014 gestorben. Der hat noch in Kasachstan gelebt mit seiner Familie. Und also die Kinder und die Ehefrauen waren dann russisch sozusagen oder halt die Kinder gemischt. Und als er gestorben ist, sagte dann mein Cousin am Telefon, ja, wir würden ihn schon gerne nach katholischen Brauch beerdigen und haben hier aber nicht mal einen Pfarrer, einen katholischen. Und wie könnten wir das machen? Wärst du denn bereit, da irgendwas in die Richtung zu machen, weil ich schon auch in der Kirche also öfter bin und seit in der Kindheit hier auch getauft worden bin und diese Kinderkirche und alles miterlebt habe. Also schon eher im gläubigen Umfeld aufgewachsen bin sozusagen.
Und dann, und das war mein Patenonkel zudem auch noch. Und dann habe ich halt gesagt, naja, ich versuche mal, was zu machen. Und habe dann hier mit einem Pfarrer gesprochen, wie ist das denn, was kann man denn dann machen? Dann wurde mir von dem Pfarrer gesagt, naja, so diese ganzen Gebete, die wir ja am Friedhof dann sprechen, das kann ja eigentlich jeder. Also sprechen das Vaterunser, dann das Ave Maria und so. Und dann habe ich so, naja, dann mache ich das so und dann werde ich das durchziehen. Dann waren wir 2014, das war wirklich ein Zeitraum von 4 Tagen, weil der Onkel ist unerwartet gestorben. Sind wir nach Kasachstan im Januar und dann war Beerdigung bei minus 37 Grad. Das alleine ist wahrscheinlich auch schon ein Erlebnis. Das war wirklich ein Erlebnis. Und dann wirklich, als der Sarg eingelassen wurde, habe ich dann halt auf Deutsch und auf Russisch gesagt, wir sprechen jetzt als Familie das Vaterunser auf Deutsch und würden uns aber freuen, wenn die russisch-orthodoxen unter uns das auf Russisch sprechen würden und die Muslime dann das Totengebet, also das Totengebet, das Muslimische. Das war damals wirklich so ein richtig interessantes Gefühl, so eine Aura, wo dann dreisprachig von drei verschiedenen Religionen beziehungsweise Konfessionen dann das Gebet gesprochen worden ist bei minus 37 Grad. Ja, das hört sich auf jeden Fall so ein bisschen nach einem Gänsehautmoment an, in so vielerlei Hinsicht, natürlich auch vor einem traurigen Hintergrund, dass dann der Onkel gestorben ist, aber dass man dann auch, ja, einfach diese verschiedenen Kulturen in dem Moment da wirklich, ja, vereint und wirklich, ich sage jetzt mal, auch aktiv, also nicht so passiv nebeneinander stehen, sondern wirklich dann aktiv, ja, sozusagen im Ausdruck, aber trotzdem miteinander vereint hat und auch nach einem schönen Moment dann auch letztlich, nach einer schönen Beerdigung unter sehr widrigen Bedingungen. Also minus 37 Grad, das kann man sich ja hierzulande schon gar nicht mehr vorstellen. Also schön auch zu hören, dass es dann auch, wie gesagt, so dann funktionieren kann. Du hast gesagt, aber grundsätzlich gab es in deiner Familie natürlich auch mit der Deportationserfahrung dann auch wirklich dunkle Erinnerungen. Aber sind es Dinge, mit denen, nach denen du auch aktiv dann irgendwann angefangen hast zu fragen oder die dann wirklich auch besprochen wurden oder Erinnerungen aus der Zeit? War das dann auch ein Thema oder was, was auch dir präsent war? Das ist ein familiärer Hintergrund, den vielleicht du nicht aktiv erlebt hast, aber den es in deiner Familie gab. Also ich muss sagen, bei uns in der Familie wurde, also es wurde nicht wirklich direkt angesprochen. Es klang immer schon so mit. Also man hat das schon mitbekommen bei den Erzählungen, dass das war und das war. Aber so richtig darauf eingegangen wurde nicht. Ich habe auch Interviews gehalten mit Verwandten, die zum Beispiel 12 Jahre Arbeitslager hinter sich hatten. Und da wurde das wirklich immer ziemlich sachlich, auf sachlicher Ebene erzählt. Aber so diese emotionale Ebene, die wurde da ausgespart, weil ich glaube, da gibt es vieles, was noch verborgen ist und was nicht erzählt werden soll, sozusagen, weil es den Menschen halt auch wehtut. Also es ist ein schwieriges Thema. Es ist zwar wichtig, das aufzuarbeiten, aber ich glaube, wenn wir das jetzt nicht machen, dann ist auch zu spät, weil die Leute sterben halt einfach weg. Ist das denn, also ich muss sagen, ich bin mit neuerer Geschichte, kenne ich mich besser aus, auch so mit früherer Geschichte tatsächlich nicht so sehr. Aber du bist ja auch Geschichtsstudent. Genau. Ist das da Thema, wo man sagt, da kann man sich dann auch intensiver damit beschäftigen? Also ist es da in diesem wissenschaftlichen Bereich dann wirklich schon im größeren Rahmen erforschbar? Ich denke, dass die vertriebenen Geschichte jetzt wahrscheinlich durch diese Enkelgeneration vermehrt aufkommen wird, weil sich unsere Generation eben viel mehr dafür interessiert, wo kommen eigentlich die Großeltern her, was war denn da? Für die Großeltern und für die Elterngeneration, die hatten halt einfach andere Probleme. Ja. Diese Aufarbeitung, wenn ich mir jetzt auch gerade die Westpreußen vorstelle, die in den also Nachkriegsjahren hier in Deutschland sich angesiedelt haben, die haben ja auch hier von null angefangen. Bei uns in der Familie, also die Deutschen aus Russland, die haben einerseits nach dem Zweiten Weltkrieg in Kasachstan von null auf
anfangen müssen. Die wurden teilweise ja in den Landstrichen ausgesetzt und mussten sich erstmal Erdhütten graben, damit sie überhaupt überleben. Meine Urgroßmutter, nee, die Großmutter von meiner Großmutter, die ist 1942 dann auch direkt nach der Deportation gestorben, weil sie auch mit 81 Jahren deportiert worden ist. Also über 80-Jährige dann in Viehwaggons nach Kasachstan zu bringen, ist dann für die Gesundheit natürlich nicht so gut. Und wenn man sich dann eben vorstellt, dass diese Familien einmal eben im Krieg komplett neu anfangen mussten und dann auch nochmal wiederum in Deutschland, als sie in den 90er Jahren hergekommen sind, diese Jahre eben bis heute hat man anderes zu tun gehabt. Und dann liegt es eben ohne uns, dann hier die Aufarbeitung zu machen, auch wenn es manchmal ein bisschen spät kommt, aber besser spät als nie. Ja, zumal ich auch, man muss auch dazu sagen, ist natürlich auch vielleicht eine Zeit, in der man über solche Dinge auch nie so offen gesprochen hat. Das ist ja auch immer dann wieder so ein Thema, sag ich jetzt mal, auch meine Generation, ich bin ein bisschen älter als du, aber auch meine Großeltern sind ja auch so in der Zeit des Nationalsozialismus groß geworden. Ich habe meine beiden Opas nicht kennengelernt, die sind beide gestorben, bevor ich geboren war, aber ich weiß von meinen Eltern, dass die waren beide, also beide Opas waren im Krieg gewesen, das waren aber Dinge, über die hat man halt auch nicht gesprochen. Das ist auch eine Frage von Generationen, natürlich auch von, sagen wir, von kulturellen Umständen, ob da überhaupt eine Offenheit dafür da ist, über solche Dinge zu sprechen. Wie hat sich denn deine Großmutter und deine Mutter, wie haben die sich denn identifiziert? Womit haben sie sich identifiziert? War da ein großes Bewusstsein von dieser Familiengeschichte da? Klar, nicht in dem Ausmaß, in dem du das hast. Weißt du das, ob da das wirklich auch aktiv bewusst war und auch aktiv und bewusst gelebt wurde? Ja, also ich muss sagen, schon bei uns in der Familie, also Großmutter, die ist an der Wolga geboren. Sie hat auch noch wirklich dieses komplett Deutsche miterlebt in ihrer Kindheit. In der Familie wurde Deutsch gesprochen. Die Großeltern sprachen ausschließlich Deutsch. Und bei ihr war das so, sie ist dann in den, also Anfangsjahren der Sowjetunion war noch diese deutschen Schulen wurden wieder zugelassen und die älteren Geschwister, die haben noch Deutsch gelernt in der Schule. Das heißt, die konnten auch noch fließend eben Dialekt sprechen und Schriftsprache. Bei ihr war das dann so, dass sie das nicht mehr in der Schule gelernt hat und durch eben die, dass sie in einem jungen Alter als junges Mädchen deportiert worden ist, ist diese Sprache verloren gegangen. Bei meinem Großvater war das zum Beispiel ganz anders. Der ist 1914 geboren. Der hat bis zu seinem 20. Lebensjahr, das kann man sich eigentlich auch gar nicht vorstellen, der hat bis zu seinem 20. Lebensjahr kein Wort Russisch oder Ukrainisch gehört, obwohl das komplette Umfeld eben diese Sprachen gesprochen hat. Aber in den Dörfern wurde bei meinem Großvater jetzt zum Beispiel Plattdeutsch gesprochen. Und als er dann erwachsen geworden ist und rausgezogen ist sozusagen aus dem Dorf, um im Bergwerk zu arbeiten, ist er wirklich zum ersten Mal auf die anderen Sprachen gestoßen, auf die anderen Kulturen gestoßen. Und bei meinem Großvater war das so, der hat dann seine eigene Sprache weitergepflegt, hat dann aber noch Russisch, Ukrainisch und im Endeffekt dann noch Kasachisch dazugelernt und konnte die Sprachen dann fließend sprechen. Also das ist vielleicht auch nochmal so ein Anknüpfungspunkt. Dieses Deutsch war auch immer im Ausweis gestanden. In der Sowjetunion, dadurch, dass das ein Vielvölkerstaat ist, da wurde unterschieden, ob man jetzt Russisch ist, Deutsch ist, Kasachisch ist. Das heißt, wenn ein Kind geboren worden ist, das stand dann drin, die Eltern sind die und die, beide sind Deutsch. Und auch wenn die Leute dann kein Deutsch mehr gesprochen haben, aus eben den Gründen, dass es verboten war oder dass es verpönt war, hat man diese Abstammung trotzdem weitergegeben an die Familie, gerade über Traditionen und Religion. Religion wurde ja auch im Untergrund mehr oder weniger praktiziert. Da sind auch so Sachen, wo dann die Leute halt sagen, wenn sie jetzt nach Deutschland kommen, dass sie die Kirche zum Beispiel nicht brauchen. Also dieses Kirchliche, weil
trotzdem zu Hause wurde Weihnachten gefeiert, wurde Ostern gefeiert. Also von meiner Mutter weiß ich, dass ihre Großmutter, sie hatte eine deutsche Bibel und hat immer in der Bibel gelesen und hat auch die Geschichten immer an die Enkel, also erzählt, was steht denn da drin in der Bibel. Das wurde natürlich zu Hause gemacht, im Verborgenen sozusagen. Genau, und deswegen die Leute, wenn sie auch keine Kirchgänger sind, sie waren dann trotzdem gläubig und die Kinder, also meine Mutter und ihre Geschwister, wurden auch im Untergrund mehr oder weniger von diesen Omas dann auch noch getauft, katholisch. Und wenn man jetzt auch zum Beispiel mit einem Pfarrer spricht, die sagen, so eine gläubigen Taufe ist eigentlich sogar mehr wert als eine Pfarrerstaufe, weil das zeigt dann wirklich, dass der Glaube wirklich in der Familie von einer Generation an die nächste weitergegeben wurde. Und das erinnert ja dann auch wiederum an die ersten Christen sozusagen, die dann im Untergrund im Römischen Reich ihren Glauben verteidigt haben. Ja. Und dadurch, durch diese ganzen Kleinigkeiten, die eben dieses Ganze, also dieses Puzzle sozusagen ergänzen, ist das dann schon so, dass, also bei uns in der Familie war das Deutsch schon immer präsent. Und dieses Russland-Deutsche, das kommt ja eh erst, wenn man nach Deutschland kommt. Ja, ja. Man sagt, man ist ein Deutscher aus Russland, weil man eben diese Abstammungsgeschichte hat. Aber in der Sowjetunion bzw. in Kasachstan war man einfach Deutsch. Ja. Du hast auch gesagt, du bist dreisprachig. Also war das dann Russisch, Deutsch und Kasachisch? Nee, dreisprachig jetzt also mit dem jetzt, Englischen. Jetzt mit dem Englischen, genau. Ach so, okay. Ja. Du bist mit Russisch und Deutsch dann? Genau, also ich zu Hause wurde in Kasachstan fast ausschließlich Russisch gesprochen. Und mit eben diesem Einfluss Küchenutensilien und dann irgendwie guten Morgen, guten Tag, so Kleinigkeiten, wurde Deutsch gesprochen und dann mit dem Umzug nach Deutschland eben dann die Deutsch in der Schule, im Kindergarten. Und ja, man kann sagen schon, dass Deutsch und Russisch eben die Zweisprachigkeit und dann das Englische noch dazu. Dadurch, bei mir hat sich das wirklich dann auch richtig ausgearbeitet, das Englische. Dadurch, dass ich mit der Ahnenforschung angefangen habe und ich täglich eben Kontakt habe auch zu den englischsprachigen Verwandten. Also da ist die Praxis immer ziemlich, ziemlich groß. Ja. Ich habe ja auch gesehen, die Website ist ja auch zu den Planerkolonien, die ist ja auch auf Englisch gehalten. Macht ja auch Sinn, wenn du sagst, es ist wirklich eine weltweite Community. Ja. Wie war es denn für dich, ich habe auch letzte Woche mit der Katharina dann drüber gesprochen, so dieses Aufwachsen, wo man einfach glücklich ist mit dem, was man hat. Und sie hat erzählt, dass es ihr wirklich auch ein Stück weit einen großen Schmerz bereitet hat, die Heimat zu verlassen, als die Familie eben entschieden hat, auch in den 90er Jahren dann nach Deutschland zu kommen. Wie gesagt, du warst noch sehr klein, aber kannst du dich erinnern, wie du dich damit gefühlt hast? Ja. Also bei mir ist es so, wir sind 96, im Dezember sind wir aus unserem Dorf raus. Ich kann mich noch richtig daran erinnern, wie bei uns halt die Leute zu Besuch waren, die dann noch sich verabschiedet haben und dann die Freunde da waren. Dann hat man sich auch von der Katze und dem Hund verabschiedet. Das hat die Katharina auch erzählt. Genau, also so Sachen. Und dann sind wir auch aus dem Dorf rausgefahren mit dem Auto, das weiß ich auch noch. Und meine besten Freunde waren dann, also die waren mit ihrer Mutter dann auch am Dorfende gestanden, weil sie da gewohnt haben. Und dann hat das Auto nochmal angehalten, haben uns nochmal verabschiedet und sind dann sozusagen komplett aus dem Heimatdorf rausgefahren. Und richtig aus Kasachstan raus sind wir am 22. Dezember, also heute. Also ein Jubiläum sozusagen. Genau, also vor 19 Jahren war das. Am 23. Dezember sind wir von Almaty nach St. Petersburg geflogen. Und dann hätten wir eigentlich direkt nach Hannover fliegen müssen mit dem nächsten Flug. Aber dann war russischer Winter. Und auch legendär. Dann ging da an dem Flughafen gar nichts mehr.
Und dann haben wir in St. Petersburg übernachtet und sind deshalb dann am eben 23. einen Tag vor Heiligabend in Deutschland angekommen, in Berlin. Und dieses Gefühl, das war wahrscheinlich schon diesem Weihnachtlichen geschuldet, weil man ist dann angekommen und dann hat man diese Tannenbäume gesehen, diese ganzen Lichter. Und dann gab es auch beim Abendessen in diesem Aussiedlerlager, gab es dann auch Geschenke für die Kinder und auch für die Erwachsenen gab es Geschenke. Und das war halt wirklich so wie so ein Fest. Und ja, also daran erinnern wir uns auch schon ziemlich. Ich habe jetzt auch heute früh noch mit meiner Cousine gesprochen und dann hat sie auch gemeint, naja, morgen ist ja, sind ja 19 Jahre, wie wir nach Deutschland gekommen sind. Und also das bleibt auch immer präsent. Ich glaube, bei uns ist das wirklich dem Umstand geschuldet, dass das direkt vor Weihnachten war und dass hier diese Atmosphäre geherrscht hat. Ja. Und gerade als Kinder, als Jugendliche, für meine Cousine, für uns war das schon richtig interessant, wo wir da jetzt ankommen. Ja, darf ich fragen, vor welchem Hintergrund deine Familie dann entschieden hat, nach Deutschland zurückzukehren? Klar, Wurzeln waren auf jeden Fall, hier, war auch Familie hier, oder war das wirklich auch, dass man gesagt hat, das Leben dann in Kasachstan war einfach zu dem Zeitpunkt vielleicht auch so schwierig und so schwer, dass man gesagt hat, man sieht für sich da keine Zukunft mehr. Ich denke mal, die Wurzeln von dem Ganzen liegen wirklich eben in dieser ganzen Deportationsgeschichte und im Weltkriegsgeschehen. Und dadurch, dass eben die Grenzen ja die ganze Zeit zu waren in der Sowjetunion, konnte man nicht raus. Und dann ging es ab Anfang der 90er, Ende der 80er, Anfang der 90er ging es dann los. Ging eine Familie nach der anderen, ist dann ausgezogen nach Deutschland. Und bei vielen war das ja so, dass sie schon Verwandte in Deutschland hatten. Weil viele sind ja im Zweiten Weltkrieg dann auch nach Deutschland gekommen und sind hier geblieben. Und bei uns war das in der Familie so, also von meiner Cousine, die Großmutter, sie hatte wirklich einen leiblichen Bruder hier in Deutschland. Das heißt, die Großmutter wollte auch unbedingt zu ihrem Bruder. Und bei uns war das so, dass meine Großmutter, ihr Zwillingsbruder, er ist 1989 mit seiner Familie direkt ausgewandert nach Deutschland. Und die wollte natürlich dann auch sich wieder vereinigen, sozusagen mit ihrem Bruder. Und ja, klar, dass die Zeit in Kasachstan oder in der zerfallenden Sowjetunion war jetzt nicht die leichteste. Dann ist einem wahrscheinlich dann auch die Entscheidung leichter gefallen. Du hast gemeint, jetzt gerade, es war natürlich in der Weihnachtszeit, da ist man dann auch, ist man in eine schöne Situation dann quasi in die alten, dieses, dieses neue, ich sag mal, das neue Land, was ja eigentlich auch die alte Heimat dann war, gekommen, und dass man dann natürlich auch vieles zu sehen gab, und vielleicht auch gerade in dem Alter ist man dann sowieso erstmal mit den ganzen Eindrücken beschäftigt, und das zu verarbeiten. Wie hat sich dann eure Ankunft, oder auch für dich, wie hat es sich auch für dich dann angefühlt, so langsam in Deutschland dann anzukommen und ja, hier so in das Leben reinzukommen? War das schwer für dich? Ja, ich glaube, für mich war das eigentlich gar nicht schwer. Also in dem Alter mit 5 Jahren herzukommen, dann merkt man die Probleme nicht. Man hat auch dieses Sprachproblem hat man auch nicht wirklich, weil als Kinder verstehen sich immer. Und bei mir war das so, ich bin im Kindergarten dann relativ schnell gekommen, in Bad Brückenau in der Rhön. Und also meine Familie hat gar nicht gemerkt, wie ich Deutsch gelernt habe. Weil zu Hause wurde dann halt immer noch Russisch gesprochen. Und bei mir war das ja so, ich bin ja ein Jahr vor der Einschulung nach Deutschland gekommen. Und als es dann darum ging, wirklich über die Einschulung zu reden, war meine Mutter dann im Kindergarten zur Besprechung. Man hat sie halt auch gefragt, ja, wie ist das denn mit der deutschen Sprache? Er muss ja Deutsch können, wenn er in die erste Sprache kommt. Und dann sagt die Kindergärtnerin, naja, er spricht doch fließend Deutsch. Und ich hatte damit dann auch wirklich kein Problem mehr. Ich habe das auch selber nicht gemerkt, wie ich es gelernt habe. Und wurde dann in Delikon bei Schweinfurt eingeschult. Und
Da hat auch dann niemand wirklich gemerkt, außer man hat dann irgendwie das Zeugnis bekommen, wo dann Kasachstan oder Ayaguz als Geburtsort drin stand, dass ich irgendwie anders bin als die anderen. Ja, aber es war eher so ein anders auf dem Papier. So vom Gefühl her, hast du damals den Eindruck gehabt, dass es vielleicht für deine Großmutter und deine Mutter schwierig war? Oder hast du dann auch später, als du auch älter warst und dich vielleicht auch ein bisschen bewusster damit beschäftigt hast, wurde es auch da nochmal angesprochen, wie sich das für sie angefühlt hat, dann hier zu sein, auch wenn es hier Bezüge gab im Sinne von Familie, aber es war ja letztlich trotzdem einfach ein anderes Land, andere Kultur. Ja, ich denke mal, der größte Knackpunkt war immer die Sprache, dass man die Sprache nicht mehr konnte. Und das, also für meine Oma, für sie war das so ein bisschen, das war schon ab und zu mal Thema auf der einen Seite, dass sie halt komplett deutsch ist und diese ganze Deportationsgeschichte und alles mitgemacht hat, hat dann aber im Endeffekt kein Deutsch mehr gesprochen. Für sie war das dann schon schwierig, dann irgendwie sich, also nicht identifizieren, weil ich denke mal, Identifikation war dann schon vorhanden, weil sie wusste, sie ist aus diesem Umfeld. Aber dass sie es nicht gesprochen hat, war für sie schon schwierig. Da war auch öfter mal so die Sache, naja, konnten das meine Eltern und Geschwister, warum haben die Eltern bei uns nicht so viel Wert drauf gelegt, dass wir das dann noch gesprochen haben? Und für mich war das dann halt schon so ein Punkt, wo ich dann sage, also ich habe dann schon ziemlich früh auch immer übersetzt. Also da diesen Anknüpfungspunkt, da weiß ich auch, wie sich das wahrscheinlich dann für die Eltern oder für die Großeltern angefühlt hat, weil dann ist man als Kind immer als Übersetzer dabei. Und mit irgendwie 7, 8 Jahren weiß dann das Kind mehr als die Eltern wohl. Und bei uns war das auch noch so, bei meinen Cousinen. Die waren dann auch wirklich in Kasachstan auf einer deutschen Schule. Das heißt, da war der Unterricht komplett auf Deutsch in den 90er Jahren. Für die war die Umstellung eben gar nicht so schwierig, weil die eben aus einem deutschen Unterricht in einen deutschen Unterricht kamen und das Ganze eben für die viel leichter war und die auch den eigenen Eltern auch sie eben ziemlich viel geholfen haben. Was die Übersetzung angeht. Und das schwingt halt bei uns schon auch bis heute noch immer mit, weil ich glaube, so diese ganze Kanzleisprache, da verzweifeln die Einheimischen teilweise schon dran. Wenn man dann aus einem anderen Land kommt, dann ja, ist es umso schwieriger. Also der Umgang, so diese ganz normalen alltäglichen Sachen, da kommt die Familie klar jetzt mittlerweile zurecht. Die verstehen schon alles und Fernsehen läuft auf Deutsch und Ja. so. Habt ihr die Erfahrung gemacht, dass ihr auch, weil du ja vorher auch gesagt hast, Russland, Deutscher ist man erst, wenn man dann in Deutschland wieder ist, habt ihr die Erfahrung gemacht, dass man dann in die Ecke gestellt wird oder bestimmte Erwartungshaltung einem gegenüber oder vielleicht auch eine Ablehnung entgegengebracht wird? Nee, also ich. Von meiner Familie habe ich da eigentlich eher mehr oder weniger positive Erfahrungen nur gemacht, weil ich weiß nicht, vielleicht ist das hier in Franken bei uns, sind ja eigentlich sehr viele Flüchtlingsfamilien auch im Zweiten Weltkrieg hergekommen. Ich glaube auch diese ältere Generation, die hier lebt, die wissen, warum die Leute gekommen sind und den Hintergrund das hat. Also so wirklich Diskriminierung gab es keine. Es gab halt eben diese sprachlichen Probleme, aber ich glaube, die hat dann jeder, ob man jetzt den Hintergrund hat oder nicht. Wenn man eine Sprache nicht kann, hat man halt eben dieses Problem. Und daran muss man eigentlich auch selber dann irgendwo arbeiten. Wie hat es denn, also als du aufgewachsen bist, bis zu dem Zeitpunkt, als du dann wirklich auch aktiv entschieden hast, so ich beschäftige mich jetzt mal auch mit meiner Familiengeschichte. Hattest du es auch so das Gefühl, dass es bei dir einfach so integriert sozusagen, wie ich habe halt diesen Hintergrund in Kasachstan und bin jetzt aber auch Deutscher, weil du bist ja, wie gesagt, jung hierher gekommen und hast da auch dann einige Jahre hier gelebt und das sind ja auch prägende Jahre dann gewesen. Oder war da immer irgendwas, wo du das Gefühl hast, das sind eigentlich so zwei Teile in mir und irgendwie ist da vielleicht auch ein bisschen ein Konflikt manchmal da? Ja, für mich ist das, das ist halt eigentlich immer so eine
wie sagt man, individuelle Sache, weil bei mir ist die Familie komplett deutsch. Also Ja. da gab es keine russischen Vorfahren oder irgendwie kasachische Vorfahren. Ich habe da jetzt nicht was Großartiges dahinter gesehen. Klar, man hat diese kulturellen Verschiedenheiten. Also ich finde, dass dieses Multikulturelle im Sinne von nebeneinander finde ich ganz gut, aber man muss das ja nicht unbedingt vermischen, sozusagen. Also Ja. das, weil gerade, das heißt so viele, ja, Russlanddeutsch mit der russischen Küche, dies und das. Aber ich esse ja auch einen Döner oder eine Pizza. Und für mich sind das Sachen, die ich auch gerne mache. Aber das macht die Sachen ja jetzt nicht zu einer deutschen Küche oder so. Ja. Deswegen hatte ich auch immer also diese Abgrenzungen, dass man halt das Deutsche, man ist deutsch, man hat diese deutschen Sachen, diese russlanddeutschen Sachen, die halt wirklich speziell sind, die auch größtenteils eben auch die Verbindung zu der einheimischen Bevölkerung herstellen, also auch gerade was die Küche angeht, zum Beispiel dieses Kartoffel und Klees. So diese Speisen oder die Kreppel, die gemacht werden zu Hause, das sind halt deutsche Sachen. Und wenn ich jetzt russische Pelmeni esse oder den ukrainischen Borscht, dann sind das halt russische Sachen und ukrainische Sachen, die halt zwar in der Familie gemacht werden, aber die werden genauso gemacht, wie jetzt eine italienische Pizza in den Backofen geschoben wird. Also da sind kulturelle Einflüsse von außen, aber ist es jetzt nicht der Einfluss, dass man sagt, das ist jetzt wirklich ein Teil von mir. Ich glaube, das ist auch noch so eine persönliche Einstellungssache, dass ich wirklich differenziere. Das ist jetzt zwar ein Einfluss von außen, der aufgrund der familiären Geschichte zwar vorhanden ist, aber das ist jetzt kein Teil der russlanddeutschen Geschichte oder der russlanddeutschen Kultur. Das war der erste Teil des Interviews mit Peter Eifeld. Im zweiten Teil, den Sie in 2 Wochen hören können, spricht Peter darüber, wie die Erforschung der eigenen Familiengeschichte nicht nur eine Reise in die Vergangenheit und die frühere Heimat seiner Familie war, sondern ebenso die Verbindung in Teile der Welt hergestellt hat, mit denen er bis dahin gar keine Berührungspunkte vermutet hätte. Wir freuen uns, wenn wir Sie dann wieder begrüßen dürfen. Das war Culture to Go, der kulturhistorische Podcast des BDV Hessen.